So, jetzt müsste die Aufnahme gestartet sein, ne? Joa. Gruppeneinladung. Warte, 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 warte. Community. So. An Level 6, ich bin Stufe 32, ich bin der Bonze. Ob das jetzt aufgezeichnet ist? Ob der Chaote, der jetzt gerade mit mir in Discord ist, ob der jetzt mit aufgezeichnet wird, ach du heilige Himmel, wie viele Bars. Das hört man eventuell vielleicht ein Video oder vielleicht nicht mehr ein Video. Ja, die Gilde wurde neu gegründet. Die habe ich. Nee, ich bin der Leiter hier in der Gilde. Ich habe es anders gemacht. Ich habe das einfach anders gemacht oder so. Ich habe einfach, weil ich einfach, ich hab's einfach so gemacht. Bevor ich in den Chat geguckt hätte und gesagt hätte, hier, ich möchte gerne, wie heißt das, Leute in die Gilde einer, ich möchte eine Gilde gründen. Da gibt's ja immer so viele Leute, die sagen, ach nein, schon wieder eine neue Gilde und sowas und aber bam, da helfen wir dir nicht. Habe ich ab. Ja, und dann, ja, krieg's gleich. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache das anders. Ich werde einfach das so machen. Jeder, der mir hilft, jetzt eine Gilde zu gründen, oder so habe ich im Chat geschrieben, auf Deutsch natürlich, nicht auf Englisch, bekommt von mir 80 Gold. Ich hatte, weißt du, das hat nicht mal eine halbe Minute gedauert und ich hatte einmal, meine Gruppe war voll und musste noch viele weitere ablehnen oder sowas. Das ging ziemlich schnell. Wenn es um Gold geht, kann man eine Gilde ziemlich schnell hier gründen. Ach ja. Ich liebe diese Sachen. Warte mal, da muss ich jetzt die Gildeneinstellung. Belagerung, nein. Hier ist der Commander. Ach nee, warte mal. Das ist der Titel ändern, da muss ich ja hier rein. Ah, hier war das gewesen. Och Mann, nee, das ist immer so eine Sache. Ich habe die Ränge nicht geändert im Moment, die sind so, wie sie sind halt. Ich muss aber noch, So. Und man sehe und staune. Jetzt zeigen wir mal, wie man ein Kostüm umbindet. Erstmal, ganz wichtig. Für manche ist das immer noch ein Mysterium, dass man ein Kostüm, wie es hier ist, wie man es hier gerade sehen kann, gebunden beim Anlegen. Das Aussehen dieses Kostüms werde ich jetzt aber mal abnehmen. Dafür klickt man einfach hier auf diesen kleinen Button rauf, den ich gerade mit der Maus so schön umkreise. Und dann ist hier oben Aussehen ändern und Aussehen extrahieren wäre in den Falle. Und dafür braucht man nur ein gebunden, schon ein auf ein gebundenes Aussehen halt, um das Aussehen zu extrahieren von einem Wertekostüm, das man behalten will, aber das Aussehen davon auch extrahiert möchte, weil man es selbst nutzen will. Somit wird das Wertekostüm, was hier drauf ist, hier und hier das Designkostüm, was man hier so schön sieht, entfernt. Dafür braucht man nur einen Extraktionsbandkolben, der beim Krämer 50 Silber kostet. Also, es wird eure millionenschwere Silbertasche sehr stark belasten. So, wenn wir das mal ändern, bestätigen, haben wir jetzt dieses Aussehenskostüm, was ich jetzt mit Ihnen hier anziehen kann. Und das Wertekostüm, wo immer noch dran steht, gebunden mein Anlegen, hat man immer noch im Besitz und kann es verkaufen. So, das ist ja schon mal eine gute Sache. Jetzt will man aber auch wissen, wie man dieses Kostüm, also ein normales Aussehenskostüm, binden kann. So, dafür muss ich aber nochmal kurz im Krämer herrschen. Weil da gibt es noch einen weiteren Schritt. Falls dieses Kostüm, dieses kleine süße Schneeblümchen unten links im Icon nicht besitzt, benötigt man, dritte Seite, einen Fusionsbrandkolben. Diesen Fusionsbrandkolben kostet 20 Gold. Leider habe ich jetzt gerade nicht so viel. Gute Vorbereitung von meiner Seite aus. Wenn man den Fusionsbrandkolben hat, klickt man ihn, wenn man ihn im Inventar hat, mit Linksklick einmal an.
geht auf das jeweilige Kostüm, wo diese kleine Blümchen, was ich auch jetzt gerade mit meinem Mauszeigerchen einmal umkreise, was dieses Kostüm darf dieses Blümchen nicht haben, wenn es, denn es ist ein reines normales Kostüm. Klickt man es einfach wieder mit hier Rechtsklick drauf und diese Fusionsbrennkolben macht aus dem normalen Kostüm ein Designgegenstand, sieht man hier. Wenn man das mal im Infobild sieht, sieht man, dass ich zwei Design, also Kostüme habe, mit wo drunter in hellblauer Schrift steht, in hellblauer Schrift, beachte, Designgegenstand. Wenn das da dran steht, braucht man eigentlich nur noch, um dieses Kostüm auf ein Wertekostüm, das man unterschiedlicherweise überall, also deswegen gehe ich kurz mal wieder in die Gilde. Jetzt parallel geöffnet, verwalten, Prestige laden. Siehe da, 200 Prestige, Wertekostüm, gebunden man anlegen. Hahaha, man kann es auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, gehen wir mal raus hier. Hier, Arena, Arena laden, Wertekostüm. Zweite Seite, Wertekostüm, auch für Kyriosorn. Oder für die Leute, die ein bisschen Loyalitätspunkte haben. Das war hier bei Loyalität normal. Dritte Seite. Vierte Seite meine ich. Ah, Wertekostüm. Es gibt unzählige Möglichkeiten, an ein Wertekostüm ranzukommen. Ach, wie schön ist das Leben. Und so einfach. So. Und diese Wertekostüme sind an sich schon. Wenn ich jetzt mal das Auktionshaus mal dann aufmache. Deswegen sollte man das eigentlich auch versuchen umzubinden. Gehen wir mal unter Kostüm. Ein paar Seiten switchen. Hier sieht man ja, wie die Leute das alles verkaufen. Da sieht man ja auch das einfache Nahkampfkostüm, haben sie ja schon draufgebunden. Und dann sieht man ja auch schon 599 für ein prächtiges Wertekostüm. Aber auch die Standardwertekostüme sieht man hier. 450 Gold sind die wert. Das wäre viel zu schade. Naja gut, ein bisschen weniger, je nachdem wie viele gerade drin sind. Aber so zum Dreh so 300 bis 400 Gold können die wert haben. Und warum sollte man ein Wertekostüm, das auf einen normalen Aussehenkostüm drauf ist, mit anlegen? Wenn man es auch sozusagen trennen kann voneinander. Und dann kann man das Wertekostüm wieder verkaufen. Wieder zu Gold machen. So, dann geht man wieder hier auf Gegenstandsfusion. Hier, das Teil, das kreise ich mal wieder so schön. Und dann sieht man hier Aussehen ändern. Wenn ich jetzt aber was verkaufen will, ich habe jetzt zum Beispiel, das will ich verkaufen. Beispielsweise, ups, jetzt geht das natürlich nicht, weil ich es angenommen habe, dann geht das hier rein. Das geht dort rein. Und jetzt müsste ich nur noch, ich müsste mal ganz kurz, ich mache das mal wieder anders, ich werde das mal wieder anziehen, das will ich nicht verkaufen. So, hier draufklicken, hier haben wir das ändern. Das Wertekostüm kommt hier mal rein. Das kann da, dieses Wertekostüm kann man auch nicht versehentlich mit einer Schneeblume versehen. Also, da kann eigentlich kein Fehler dran passieren. Ich habe es schon ausprobiert. Funktioniert nicht. Also, das ist schon mal nicht machbar. Sehr einfach. Dann gibt man das Designkostüm ein. Dann hat man hier unten wieder. Und dann gehe ich nur auf Ändern. Es kostet keine Materialien, auch keine Arbeitspunkte. Nur auf Ändern. Dann wird hier drauf. Und schwuppsiwupps ist dieses das nicht handelbare Aussehenskostüm wieder auf gebunden mein Anlegen. Und könnte es dann hier beispielsweise beim Aktionshaus einstellen und verkaufen. Natürlich sollte man jetzt auf das Icon achten, wenn man ein Kostüm verkaufen will. Machen einige auch nicht, die denken, oh, 280 Gold ist ja zu wenig. Aber man muss das Icon jetzt beobachten, weil entweder den Schriftzug des Kostüms, Kostüm Ritter der Eklipse, oder auf das Icon achten. Ich achte mehr oder weniger auf das Icon halt. Und guck dann natürlich hier in der Liste nach, wie ist der Preis, wie ist der Preisstandard jetzt bei diesem Kostüm. Im Moment ist derzeit keins drin, wie das aussieht gerade so schön. Dann gucken wir weiter nach vorne. Ne, ist keins drin. Gut, dann kann ich das so, dann kann ich kreativ werden. Wenn keines eingestellt ist von dem Kostüm, kann man kreativ werden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Muss jeder für sich selbst wissen, wie er das einstellt oder ob er das billiger. Hier ist zum Beispiel eins tatsächlich drin. Sieht man hier vom Icon, Kostüm der Eklipse. Bringt im Moment 800 Gold. Ne? Also kann man schon ein bisschen Gold machen. So, das ist eigentlich das Umbinden eines Kostüms. Mehr ist es nicht. Ich kann es jetzt nochmal zeigen, wie man es wieder trennt, weil das kostet nicht so viel tatsächlich. Wenn man schon mal dabei ist, eine Aktion. Hier sieht man auch noch, Vergleich, 50 Silber Extraktionsbrennkolben, sehr billig. Und daneben ist immer der Fusionsbrennkolben, um ein
Kostüm, was nicht diese Schneeblume hier unten hat, also dieses Kreuz, dieses blaue kleine Kreuzchen beim Icon hat, zum Designgegenstand zu machen. Man achte auch auf seine Kostüme. Es steht bei diesem, steht bei deinem, bei sein, deinen eigenen Kostüm, was du gerade besitzt und verkaufen möchtest, nicht Designgegenstand dran, in hellblauer Schrift, in Klammern, kannst du es noch nicht auf einen dieser Wertekostüme binden. So, noch einmal. Hier kann man einen Wertegegenstand und einen Designgegenstand fusionieren, dass es so aussieht wie jetzt hier mein Inventar. Und daneben, bei Gegenstandsfusion, wenn man hier drauf drückt, Fusionsgegenstand extrahieren, ne, das übliche hier, Wertekostüm, das ist das. Für diejenigen, die erst beim zweiten Anlauf diesen Ansatz verstehen. So. Und wenn das passiert ist, ändern. Dieser ist ganz wichtig, um das zu ändern. Und dann hat man hier diesen, weil das sieht man jetzt schon auch. Man lese bei diesem Kostüm, wenn ich das jetzt schon raufgehe, bei Gegenstand zu Sohn, sieht man ja bei den einzelnen Kostümen, dass es nicht handelbar ist. Und das Wertekostüm ist gebunden an Anlegen. Deswegen kann man es so auch drauf bilden. Deswegen sollte man es, wenn man es hier drauf sieht, das Aussehen sieht man gebunden beim Anlegen. Deswegen kann man es verkaufen. Ganz wichtige Aktion, ganz wichtig. So, ja, das war's eigentlich schon. Falls euch dieses Video vielleicht geholfen hat oder so, bin ich zufrieden damit. Und sonst, naja, einfacher kann ich es nicht mehr machen.